Einen wunderschönen 17. Dezember. Wir rutschen so langsam in das letzte Wochenende vor Weihnachten. Ich habe euch mitgebracht den Eve Room in seiner dritten Generation. Kam gerade erst raus, liegt jetzt schon auf meinem Schreibtisch mit Thread-Unterstützung. Das ist ein Raumklima-Luftqualitätsmonitor. Der zeigt euch an, wieso die Temperatur, in diesem Fall meinem kleinen Büro, wie es darum bestellt ist, wie die Luftfeuchtigkeit Werte sind und wie eventuell so eine Schadstoffkonzentration ausfällt. Uns passiert das ja sicherlich einmal, dass wir in dieser Vorweihnachtszeit Kerzen anmachen und dann kochen wir und backen wir und dann hat einer vergessen, seit 3 Tagen mal ein Fenster zu öffnen. Und dieses kleine Gerät informiert euch darüber, dass es mal Zeit wäre, ein Fenster aufzureißen. Man liest diese Werte von dem E-Ink-Display ab oder man bekommt den ganzen Verlauf aufgeschlüsselt in der App präsentiert. Ich erinnere mich noch an alte Eve-Room-Zeiten, wo es nur die App gab. Mittlerweile kann man auch auf so ein Display schauen. Dieses E-Ink-Display ist ganz nett, weil es so auch von der Seite mit so einem Seitenblick direkt zu lesen ist. Der ganze Akku, der hält bis zu 6 Wochen und dann steckt man es einfach an ein Kabel. In dem Fall Micro-USB. Okay, Micro-USB, trotzdem Kabel. Kabel, sehr gut. Ich habe keine Lust mehr, mich mit irgendwelchen Batterien und Knopfzellen auseinanderzusetzen. Es ist ein schniekes, schlankes, kleines Gerät und unterstützt Thread, wie gesagt. Thread für diese kleinen batteriebetriebenen Geräte, das sind Endpunkte von diesem Mesh-Netzwerk. Trotzdem ist es zuverlässiger, es ist auch schneller. Und es ist auf jeden Fall reichweitenstärker. Wenn ihr so ein HomePod Mini oder so ein Apple TV der neuesten Generation zu Hause habt, dann ist Thread schon integriert und Thread ist logischerweise auch nativ unterstützt im Standard von Meta und damit zukunftssicher. Nix Cloud, nix Bridge, sondern einfach hinstellen und funktioniert. Der Eve Room in der dritten Generation mit Thread-Unterstützung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen, wie bekannt, an dieser Stelle wieder.